Und nun ist es ja praktischerweise so, das ist natürlich eine Frage, wie genau regelt man das, wie kann man das machen und so weiter. Zum Glück ist es so, man verlangt von unserem lieben Gesetzgeber hier nicht, dass er das Rad neu erfindet und sich überlegt, wie man das machen könnte, sondern es gibt ja eben die Istanbul-Konvention, in der ganz, ganz dezidiert dargestellt wird, wie man das machen kann. Und ich verstehe es nicht, wie die Bundesrepublik Deutschland, also die Bundesregierung, die Istanbul-Konvention unterzeichnet und dann jahrelang einfach nicht ratifiziert, jahrelang nicht in nationales Recht umsetzt. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wie die Bundesregierung an der Stelle meint, es gibt gar keinen Umsetzungsbedarf. Das deutsche Recht ist doch ganz fantastisch, wie es ist, weil das deutsche Recht ist an der Stelle ganz einfach scheiße. Wir würden jetzt noch mal ein bisschen Musik spielen und dann euch wieder erzählen.